Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, wir werden jetzt als Verbrecher gesucht. Verdammte Technik. Und, ja. Ich werde mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie regeln können, weil ich habe natürlich keine Lust, dass wir jetzt ein bisschen blöd dastehen. Ich muss auch Geld verdienen unbedingt. Das geht so nicht weiter. Oh, hier war ich noch gar nicht. Doch, hier ist diese Mana-Hütte, oder? Das ist doch diese Mana-Hütte, ne? Ja, Kaldrim, genau. Okay, ich muss weiter nach oben. Denn da oben leuchtet es orange und das heißt, dass ich dahin muss, um diese Quest mit den Clans. Huch, mein Hund. Einen Moment mal bitte. So, da bin ich wieder. Tut mir leid, aber mein Hund hatte vor einer Woche erneut wieder einen Krebstumor an der Pfote. Und die haben, mussten samt Tumor, also mit dem Tumor mussten sie ihm auch einen äußeren Zeh entfernen. Und das ist natürlich jetzt doch ganz frisch und er hat ein paar Albträume dementsprechend. Also ich gucke halt immer, wie es ihm geht, wenn er irgendwelche Geräusche macht. Nicht, dass er irgendwie Schmerzen hat oder sowas. So. Ich weiß, warum Eldur verärgert ist. Ich bin ganz Ohr. Der Tavernenwirt Oran bewirtet niemanden vom Hammer-Clan mehr. Daher weht also der Wind. Ich kann mich jetzt nicht darum kümmern. Ich warte hier auf jemanden. Sorgt dafür, dass Oran wieder zur Vernunft kommt. Wie, ist mir egal. Ich werde mal bei Gelegenheit mit Angrim reden. Vielleicht kann der Warlord des Eisenclans ja auch etwas mehr Einfluss auf seine Männer ausüben. Ja. Toll. Ich kann aber nicht. Was den Unfug? Ich darf ja hier wohl machen, was ich will da. Zwei Lernpunkte habe ich. Da kann ich nichts. Okay. Dann machen wir erstmal was anderes. Hausverbot. Eldur sagt, das ist so viele Freunde. Hammer-Clan. Der Tavern nicht mehr bedient werden. Der Tavernenwirt Oran ist ein Anhänger des Eisenclans, was vermutlich der Grund ist, warum er Eldur und seine Freunde nicht mehr bedienen will. Ich sollte mal mit ihm reden. Vielleicht kriege ich Oran dazu, den Hammer-Clan wieder zu bedienen. Ja. Nö. Kriegen wir nicht. Weiß ich ganz genau. Lass den Unfug. Lass mich jetzt in Ruhe da. Ich bin hier am Gucken. Die zweite Wache, hat das Tagebuch. Okay, Elex für den Mana-Schrein. Kaldrim benötigt für den Mana-Schrein eine Menge Elex. Eine Lieferung Elex wurde vom Mana-Schrein gestohlen, bevor es umgewandelt werden konnte. Merkwürdigerweise ist zum selben Zeitpunkt der Berserker-Kral verschwunden. Kaldrim hat mich beauftragt, nach ihm zu suchen. So, das machen wir jetzt. Ach, ich vergesse immer, dass die Karte hier direkt im Menü ist. Marker entfernen. Hä? Ich soll wieder runter zu Kaldrim, steht da wohl. Immer dieser Technikkram. Ach, sei ruhig. Es hilft ja. Es ist ja nicht so, dass es nicht helfen würde. Es hilft. Gib mir Mana für reines Elex. Gerne.
Okay. Das war falsch, also oben. Er sagte, oben auf den Balkons. Oder habe ich das einfach nicht gut aufgemacht? Ihr aussuchen. Ich suche jetzt erstmal diesen Mana-Dieb. Wir haben ja Zeit. Ich muss ja nicht die Hauptstory fertig machen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich muss nach oben. Mhm. Krals Tagebuch. Hm. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es denn eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. Interessant. Ja, finde ich allerdings auch. Was ist das denn für ein Gerät? Drohnenkontrolle. Voll interessant. Kaldrim. Jetzt muss ich wieder zu Kaldrim und dem wahrscheinlich Bericht erstatten. Mache ich auch direkt. Hurala. Ich habe Krals Tagebuch gefunden. Und? Hast du etwas Interessantes herausgefunden? Er schreibt über eine Krypta außerhalb von Goliath. Du willst doch nicht wirklich dorthin gehen, oder? Ich kenne niemanden, der jemals dorthin ging und zurückgekommen ist. Nur die Toten sind dort erlaubt. Die Toten? Ist das dein Ernst? Geh hin, wenn du dich traust. Aus der Stadt raus und dann halte dich links. Wenn du unterhalb des Schlundes bist, Ost bis Südost, dann solltest du schon merken, wenn du der Krypta nahe kommst. Was heißt das? Dann solltest du das schon merken. Ich werde jetzt erstmal diese Aufgaben von Duras erledigen, weil dann kann ich Duras nämlich mitnehmen als Reisegefährten. Und ich denke, das ist, solange ich noch keine richtige Rüstung habe und keine richtige Waffe, ist das gar nicht mal so schlecht, jemanden dabei zu haben. Deswegen Zahn um Zahn. Dann Beauftragung des Mörders aus dem Berserker Askor durchführen. Aber wenn du hast, mein Waffengefährte werden. Genauso. So, dann da ist Geron. Da ist Irdor. Da ist Barin. Boah, wie weit weg die sind, ne? Torgal. Und Rock. Okay. Dann gehen wir erst dahin. Wie komme ich denn hier am besten raus? Wenn ich oben rausgehe. Das war ein Hotel. Das war ein Hotel da oben. Doch kein Krankenhaus oder so, wie ich dachte, sondern ein Hotel. Hm. Gut, interessant. Ja, ich gehe einfach mal hier lang, ne? Hui. Ich will nicht einfach jetzt hier so runterrennen. Wo bin ich denn hier? Alva, tot? Die tote Wache. Oh mein Gott. Klopapier. Der ist tot.
Okay, da kümmere ich mich später drum. Was haben wir denn da unten? Ach, kann ich? Komm. Ja, die Gesetze der Natur haben überhaupt keine Auswirkungen mehr auf uns. Was kitzelt mich denn da am Bein? Das ist das schön, das ganze Gestrüpp hier in die Fresse zu kriegen, ey. Was ist das? Ist das böse? Ist das gut? Ich weiß nicht. Was ist das? Das ist bestimmt böse. Das ist bestimmt sehr, sehr böse. Ist das, okay, es ist böse. Ich glaube nicht, dass ich den schon tot kriege, oder? Nein! Den kriege ich nicht tot, nein. Ach du Scheiße. Ey, ich... wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder da. Wow. Okay, also vor diesen großen Viechern fernhalten. Ich wollte ja eigentlich erstmal gucken, was da überhaupt steht. Und dann stand da schon direkt der Totenkopf und in dem Moment hat er schon zugehauen. Dann war schon Ende. Ich weiß nicht, ob wir den schon gefunden haben. Haben wir noch nicht. Alter, war das Vieh, das Vieh war hässlich und groß. Er war so herbe groß. Und stark, ne? Boah, verdammt stark. Wie soll ich das denn schaffen? Sollen hier durch die Welt reisen, aber oh. Gute, böse Leute. Hallo? Und du bist? Ich bin Lennart, seines Zeichens angehender Meisterjäger. Mhm. Zumindest wenn Meister Geron mir gezeigt hat, wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde. Du verstehst dich also auf die Jagd? Sagen wir, ich übe noch und feile an meiner Jagdtechnik. Und was ist mit dir? Kennst du dich in der Wildnis aus? Ich bin die Wildnis nicht gewohnt. Nicht jeder von uns ist dazu berufen, ein Meisterschütze zu werden. Aber je länger du dich hier aufhältst, umso mehr wird die Natur dich lehren. Zumindest sagt mein Meister das immer. Mhm. Wer weiß, vielleicht kannst du von ihm auch noch etwas lernen. Was hast du als letztes gejagt? Naja, Meister Geron und ich haben ein paar Viechern aufgelauert, die uns auf die Pelle gerückt sind. Wir konnten sie aufscheuchen, aber haben nur einen Teil von ihnen mit Pfeilen behaken können. Gerade als ich dachte, ich hätte den Rudelanführer im Visier, ist mir der Bogen aus der Hand geglitten. Wie hast du das denn fertiggebracht? Ich bin unglücklich gestolpert. Da habe ich mich wohl nicht besonders schlau angestellt. Jedenfalls haben die Biester dann Jagd auf uns gemacht. So viel dazu. Hast du deinen Bogen zurückgelassen? Natürlich. Ich habe sofort die Beine in die Hand genommen, als wir attackiert wurden. Dass man seine Waffe nicht zurücklässt, hat mir ja keiner beigebracht. Oh Gott. Wenn du überleben willst, ist das die Grundvoraussetzung. Jetzt weiß ich das auch. Aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst, naja. Bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Bogen nicht helfen.
Aber mir wäre schon daran gelegen, ihn wiederzubekommen. Ich habe schließlich keine Ahnung, wie man einen neuen herstellt. Echt nicht? Echt nicht? Findest du in der Gegend, Handwerk 1. Ich ahne, was du von mir verlangst, Geron, wird seinen Grund gehabt haben. Oh bitte, was soll das denn? Es ist aber so, ey, der braucht doch nur Stock und Sehne. Mehr braucht der doch gar nicht. Ich ahne, was du von mir verlangst. Du machst das also? Du bringst mir meinen Bogen zurück? Das habe ich nicht gesagt. Aber du hast es sicher in Erwägung gezogen. Wenn du mir also hilfst, werde ich meine Beute mit dir teilen. Außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen. Das ist viel mehr wert. Wo genau hast du deinen Bogen verloren? Es ging alles so schnell. Darum kann ich mich an die genaue Stelle nicht mehr richtig erinnern. Auf jeden Fall war es weiter im Norden, unterhalb Goliaths, in der Nähe der Felsen. Das ist keine große Hilfe. Naja, vielleicht hilft es dir, dass die Biester, die dort waren, mittlerweile weitergezogen sind. Das macht die Suche weniger gefährlich. Aber wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Toll. Ich treibe deinen Bogen wieder auf. Wenn du das tust, dann ist dir mein ewiger Dank sicher. Außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter. Oh, und das muss natürlich unter uns bleiben. Ich will nicht, dass Geron etwas davon mitbekommt. Wenn ich meinen Bogen erst einmal zurück habe, wird er sich damit schon abfinden. Also quatsch ihn am besten nicht darauf an. Aber wieso hat denn der Lehrer... Hey, du! Du schreckst mir die ganzen Viecher auf. Du bist wohl nicht oft in der freien Natur unterwegs, was? Nein. Dann täuscht mich mein Eindruck also nicht. Gut, aber lass mich dir noch was erklären, nur damit wir uns verstehen. Das hier ist mein Jagdrevier. Solange du mir meine Beute nicht abspenstig machen willst, betrachte ich dich als meinen Gast. Und wenn ich es mir recht überlege, können wir vielleicht sogar voneinander profitieren. Natürlich nur, sofern dich meine Waren interessieren und du bereit bist, sie gegen ein paar Splitter einzutauschen. Du bist Jäger? Natürlich. Was sollte ich sonst hier draußen? Aber wenn dich die Berserker geschickt haben... Geron geht nicht wieder zurück in die Stadt. Warum nicht? Ein Leben unter dem Schutzmantel von Goliath ist ungefährlicher, aber hier bin ich mein eigener Herr. Also, was ist jetzt? Bist du nur hier, um zu quatschen? Eigentlich schon. Was jagst du? Ich jage alles, was mir vor den Bogen kommt. Aber warum interessiert dich das? Brauchst du eine Lehrstunde, wie man jagt? Ein Berserker wurde ermordet. Ach, wen hat es denn erwischt? Sein Name war Askor. Kanntest du ihn? Askor? Du meinst diesen intellektuellen Schnösel? Ja, den kenne ich. Nur weil er lesen konnte, hat er uns einfache Leute immer behandelt wie Dreck. Der alte Warlord Ragnar hat ihm alles durchgehen lassen, als ich noch in der Stadt war. Ragnars Liebling, sag ich dir. Dem geht man besser aus dem Weg. Aber er ist tot, sagst du, ja? Naja, auch gut. Neuer Indizienbeweis? Du bist recht stark für dein Alter. Immer an der frischen Luft. Das weckt Kräfte und Geron bleibt gesund. Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? Es gibt keinen Ort von Edan, wo ich noch nicht gewesen wäre. Ich sag dir, das Fleckchen Erde hier unten ist für die Jagd am besten. Womit jagst du eigentlich? Es gibt nur eine einzig wahre Waffe für die Jagd, der Bogen. Alles andere gehört in die Schlachterei, aber nicht ins Jagdrevier. Okay. Wann warst du das letzte Mal in der Gegend um Goliath? Ich bin schon seit Wochen nicht mehr dort gewesen. Wie viele Wochen genau? Etwa vor 2 Monaten. Hey, verhörst du mich hier etwa? Ja, aber du kannst der Mörder von Askor nicht gewesen sein. Ach ja? Und wie kommst du darauf jetzt so plötzlich? Du benutzt deinen Bogen. Askor wurde mit dem Schwert getötet. Aha. Na dann. Dann lass gefälligst diese dämliche Fragerei, klar? Dein Lehrling will seinen alten Bogen zurück, ja. Dein Lehrling will seinen alten Bogen zurück. Ich hab dem Bengel schon gesagt, er soll sich einen neuen anfertigen.
Erst wenn er merkt, dass man bei der Jagd umsichtig sein muss, wird aus ihm ein brauchbarer Jäger. Aber sag mal, du hast doch nicht etwa vor, ihm bei der Suche zu helfen? Doch, hatte ich. Setz dich nicht über meine Entscheidung hinweg. Meine Entscheidung ist endgültig. Solltest du das Ding in die Finger bekommen, gibst du ihn mir, damit wir uns verstehen. Du scheinst dir auf dein Jagdgeschick viel einzubilden. Natürlich. Nenn mir nur einen Typen, der hier draußen mehr erlegt hat als ich. Mit dem Bogen bin ich unschlagbar. Von Geron lernen heißt vom Besten lernen. Auch wenn nicht jeder dieses Geschenk zu würdigen weiß. Worauf willst du hinaus? Ach, nicht so wichtig. Außerdem war es ja auch zum Teil meine Schuld. Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Immer diese Ungeduld. Dann sperr die Ohren auf. Vor ein paar Tagen war ich mit Lennart auf Jagd. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, was mich geritten hat, ihm das Jagen beizubringen. Jedenfalls haben wir einem Rudel Raptoren nachgestellt. Der Junge hat sich dabei allerdings so ungeschickt angestellt, dass wir bald die ganze Meute am Hintern hatten. Entkommen sind wir zwar, aber seitdem lauern uns die Viecher auf und streunen in der Nähe herum. Dann solltest du dich darum kümmern. Alleine auf Raptorenjagd? Du bist noch grüner hinter den Ohren, als es den Anschein hat. Man muss verflucht auf Zack sein. Die Burschen sind gefährlich und können einen arg in Bedrängnis bringen. Denn wenn die Biester nicht bald das Weite suchen, muss ich wohl doch Hilfe aus Goliath holen. Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Hat auch ein Beil, Kriegsschwert. Stärke brauche ich 40. Ich brauche 40 Stärke über Lichtner. 40 Stärke, das ist... Hä? Bring mir etwas bei. Sicher. Was kann er uns denn beibringen? Oh. Rüstung? Kriegen wir noch nicht. Tiertrophäen? Erlaubt dir, besondere Trophäen aus Tieren zu erbeuten. Was bringt mir das? Wegen der Raptoren. Die erledige ich im Alleingang. Hast du ihre Fährte schon aufgenommen? Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Ich gehe nur mit Leuten auf Jagd, denen ich vertrauen kann. Mein Nebenmann muss die Stellung halten, wenn's brenzlig wird. Noch einmal so einen Reinfall wie mit Lennart kann ich mir nicht erlauben. Du kannst dich auf mich verlassen. Nein, Geron vertraut dir nicht. Geron spricht von sich in der dritten Person. Wahrscheinlich, wenn wir ihn den Bogen bringen. Okay, Leute, ich muss Schluss machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.